Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bloodborne PSXD Make. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Wir sind, glaube ich, gerade auf dem Weg in ein neues Gebiet, wo die Dudes, wo eigentlich der Fette war, der durchgebrochen ist. Und dort wollen wir jetzt hin, soweit ich weiß. Kann sein, dass wir auch woanders... Genau, wir haben den Shortcut das letzte Mal aufgemacht durch das Haus, wo man im Original die Hunde farmen kann, diese großen. So, Moment. Das heißt, wir sind hier eigentlich falsch. Geil. Na gut, wir sind dann eigentlich hier falsch, weil wir bei der anderen Ding lang müssen. Aber wir haben... keine... Dammit. Das heißt, ich muss jetzt ernsthaft nochmal zurückgehen. Ugh. Also ich meine, ist klar, dass es halt gut ans Original angrenzt, beziehungsweise gut halt das Original nachmacht, aber irgendwie dadurch, dass man jedes Mal hier zurück muss, ist so ein bisschen zu nah am Original, finde ich. Oder beziehungsweise ein bisschen zu sehr die schlechten Dinge, die man vielleicht so ein klein bisschen verbessern können, von wegen Schnellreise. Aber gut. Hey. So, wir schauen uns jetzt erstmal um. Ich glaube, wir haben uns hier in diesem Haus noch gar nicht ganz umgeschaut. Wenn wir ein bisschen stärker sind noch, werden wir übrigens auch versuchen, den einen Jäger zu machen, also den einen Hunter. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir vielleicht schon Richtung hier des Cleric Beasts kommen. Derelict Estate. Oh, easy going. Oh, der ist da irgendwie durchgeglitscht. Tja. Huh. Okay, das sah irgendwie lustig aus. Sonst... Alter, man sieht hier echt schlecht. Da ist eine Tür offen. Was ist hier? Haben wir hier schon? Alter, ich sehe halt echt nicht so viel. Ist hier eine Tür? Nee, das... Kann man da irgendwie reinspringen? Ich glaube, ich wäre vielleicht reingesprungen. War hier nicht noch eine Treppe nach unten? Hier, yo. Aber das wird garantiert ein neuer Ladebildschirm sein. Ja, also ich muss sagen, das Schleichen geht in dem Spiel echt gut, indem man einfach die Gegner quasi blind sind. Beziehungsweise die Gegner sind blind, beziehungsweise man bewegt sich halt selbst. Solange man nicht rennt, ist man, glaube ich, ziemlich... Oh nein, 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 oh nein, 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 mach auf. Oh Gott sei Dank hat er nicht noch einen... Noch nicht abgesetzt. So, was ist das? Achso, das hatten wir schon. Warum sieht man hier so nach oben? Hier gibt es einen... Warum sieht man hier so ein bisschen nach oben? Hat das irgendwas zu bedeuten? Und hier sind wir nicht lang. Ich glaube, wir sind von hier oben... sind wir reingekommen. Genau, da geht es Richtung Cleric Beast... glaube ich jetzt mal. Moment, sind wir dann nicht theoretisch irgendwo hier reingekommen? Gut, dass die hier so blind sind. Das macht das Ganze einigermaßen einfach. Ich weiß noch nicht, ob sie auch taub sind. Sind sie offenbar. Nice. Moment, aber ernsthaft, wo sind wir reingekommen? Weil da geht's doch Richtung Cleric Beast. Wo sind wir reingekommen? Ernsthaft jetzt mal. Sind wir doch hier reingekommen? Okay, da ist nach unten und da geht eine Tür lang. Moment, sind wir hier reingekommen? Nee. Hier war das. What the fuck, einfach nur. Wo sind wir reingekommen? Ich bin vollkommen verwirrt.
Das passiert mir in dem Spiel gefühlt häufiger. Hier sind wir reingekommen. Dammit, aber das heißt, jetzt gehen wir hier auch wieder raus. Das war jetzt nicht das, wonach ich gesucht habe, beziehungsweise was ich gehofft habe. Centrillianer. Genau, hier waren diese Dreckshunde. Weg hier. Weg hier. Ich wollte gerade sagen, wie ich kann jetzt hier wie in Dark Souls 2 unterbrochen werden beim Türen öffnen. Es ging im echten Bloodborne. Ich weiß halt nicht, wie ich es nennen soll. So das echte Bloodborne, das Original. Okay, da war das mit dem Ding. Okay, hier geht's runter. Dann gehen wir halt hier runter. Oh, vielleicht gehen wir hier nicht runter. Andererseits... Moment, ist das dasselbe Raum? Oh, das ist nicht gut. Weg hier. Hä? Wo ist er hin? Hä? Wo zur Hölle? Hä? Jetzt verpisst sich der. Fuck off. Ich wollte gerade sagen, der hat doch nur mal ein Ding übrig. Nein! Oh, das war nicht gut. Erstmal heilen. Nein, das war auch nicht gut. Das war schlechtes Timing. Oh, okay. So, okay, die geben offenbar Blood Vials. Okay. Was ist hier lang? Oh, ist hier das Tor Richtung... Hier ist der Short, das... hier ist der Aufzug zu Vater Gascogne. Und den man nur von der anderen Seite machen kann. Ja, okay. Also ich glaube, im Original war das hier nicht Teil des Hauses, sondern sowas Extraiges. Aber nichtsdestotrotz... Relativ nah am Original. Moment, wo geht's jetzt hier lang? Fuck, wo geht's jetzt hier lang? Hier müsste es theoretisch... Genau. Genau. Also es gibt jetzt zwei Wege. Ich glaube, es gibt jetzt nur zwei Wege. Der eine ist hier nach unten. Nee, es gibt einen hier nach unten, dann gibt es einen zum Cleric Beast. Der Weg ist halt versperrt. Und dann gibt es noch hier den Weg runter. Genau. Nee, falsch. Hier ist der Weg, der rausführt. Nee, dann gibt es nur zwei Wege. Einen zum Cleric Beast und einen zum... War das gerade ein Texture-Bug? Ich weiß es nicht. Danke. Also es gibt den Cleric Beast und diesen einen anderen Weg nach unten. Schauen wir, also den Cleric Beast Weg wissen wir ja tendenziell, was damit auf sich hat. Aber diesen Weg nach unten weiß ich nicht, ob es im Original gab. Ich habe schon mitbekommen, es gibt ein paar deutliche Unterschiede zum Original. Oh, okay, das ist auch noch Teil des Estates. Ob man da rüberkommt mit einem Sprung? Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise, wenn, dann wird es wahrscheinlich den Tod bedeuten. Okay, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so gedacht. Locked by Basement Key. Oh, okay. Jetzt frage ich mich gerade, ob... Die Sache ist halt, dass der Teil hier, wo die zwei großen waren, war halt im Original kein Innen. Also war außen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob mich das dadurch verwirrt oder ob das tatsächlich was Neues ist, sage ich mal. Aber dann schauen wir mal, würde ich sagen. War das jetzt hier? Nee. Man, wo war das jetzt nochmal mit dem Cleric Beast? Es war hier in dem Raum mit dem Rollstuhlfahrer mit der Notiz. Und dann hier links hoch. Genau. Also... Nee, das heißt, es gibt nur diesen Weg jetzt hier zum Cleric Beast. Ich glaube, das ist der einzige Weg.
So, jetzt ist die Frage, gibt es hier Hunde und gibt es hier Hunde, die man cheesen kann? Es gibt Hunde. Frage, es gibt Hunde, die man cheesen kann. Kann ich da interagieren? Das ist keine gute Idee. What the fuck? Ist mir das nicht schon einmal passiert, dass ich irgendwo runtergesprungen bin und dann waren wir auf einmal irgendwo? Moment, sind wir jetzt hier in dem... Wir sind jetzt wieder hier, oder? Hier drin. Alter Schwede, okay, das ist cool. Dass da, wo man da vorher nur rausgeschaut hat, also hier nur raufgeschaut hat, dass man nicht raus, sondern rauf. Das ist ja echt cool. Oh, das ist... Das ist echt nice. Dass man da runterfallen kann, wenn man sich denkt, ah, ich geh mal zu der Tür da drüben. Moment, aber die Sache ist, kommt man da rüber mit einem Jump? Wahrscheinlich. Ich versuch's mal. Rennen war so und Jumpen war so. Dann richten wir uns mal aus und... Okay, nein, ich glaube, es geht nicht. Es hat gerade sehr sich danach angefühlt, als würde es nicht gehen. Weil ich bin ziemlich spät gesprungen und habe es nicht mal ansatzweise geschafft. Also von daher... Ich glaube, das Sinnvollste vom Movement ist übrigens Rennen. Und dann, also geradeaus rennen und dann nur mit der Kameraperspektive zu steuern. Wenn man läuft. Also sonst wahrscheinlich nicht. Okay, schauen wir mal, wie krass die Dudes hier sind. Den ersten haben wir sogar ganz ohne Waffe nein. Danke. Lass mich hier rein! Okay, beide gleichzeitig ist eine ganz schlechte Idee. Vor allen Dingen, wenn man dann abhauen will und dann ist die Tür im Weg. Das ist ja super. Okay. Aber das Gute ist, der Weg ist jetzt nicht weit. Es ist halt literally hier runter, da rein. Und dann, glaube ich, im ersten Raum gleich die Treppe hoch, oder? Ne, im zweiten Raum die Treppe hoch. Ich frage mich eigentlich, wie wir 7 Inside bekommen. Ich dachte, das Spiel ist nicht so ewig lang. Das machen wir mal. Genau. Das ist der erste Raum. Das ist der zweite Raum. Wobei, vielleicht kann ich mit denen die anlocken besser. Und das ist, ja, also im zweiten Raum hoch. Also selbst wenn wir beim Cleric Beast ein paar Mal sterben sollten, sollte das nicht so schlimm sein, wenn wir... Bloodwiles. Ich glaube, bei denen ist auch gut Bloodwiles-Farm. Oh, das ist auch gut, dass die so... Das oh, das ist nice. Das ist wie der Hunter. Oh! Wahrscheinlich wie der Hunter muss man da wahrscheinlich... Das ein paar Mal hintereinander machen, dass man das überhaupt irgendwie Cheese nennen kann. Wo ist der Kirchturm eigentlich? Okay, also in die Richtung ist dann das Cleric Beast. Ich denke mal, das wird wie im Original sein. Oh. Oh, hier ist ein Weg runter. Hier ist auch ein Weg runter. Okay, hier sind... Okay, die gehen aber deutlich woanders hin, offenbar. Und hier ist Ende, oder was?
Oder muss man hier außen? Nee. Ich glaube nicht, dass man außen kommen muss. Was sind eigentlich diese komischen Steinstatuen? Gab's die im Original auch? Oh Mann, wie viel Platz und Schatz. Das war falsch. Wie viel Platz und Schatz haben wir? 4. Ich glaube, wir können die Waffe aufwerten. Okay, dann machen wir das definitiv, bevor wir zum Boss gehen. Aber zuerst will ich wissen, wo es hier lang geht. Okay. Das schaut, weil es nicht nachlädt, aus, als würde es da irgendwo anders hingehen. Und wir haben keinen schnelleren Shortcut zu einer Lampe mehr. Und selbst wenn wir einen Shortcut haben, müssen wir dann durch die Hunde auf jeden Fall durch. Okay. Wir schauen einfach mal ganz kurz, was hier ist. Wenn nicht, drehen wir um. Ich hoffe, man kann immer umdrehen, sonst wäre ein bisschen blöd. Okay, ich würde sagen, erstmal nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Lampe, machen die beste Waffe besser, plus geben Stuff für Dinger aus. Oh Moment, wir müssen jetzt wieder an den Hunden vorbei. Das ist nicht gut. Das ist das Gute, ich kann jetzt hier abbauen ohne Probleme. Andererseits, durch die Hunde kann man vielleicht durchlaufen. Wenn hier eine Lampe wäre, wäre halt echt gut. Ich muss halt die Hunde einzeln rauskriegen, damit ich sie töten kann. Außer ich laufe bei ihnen durch, aber das kann halt auch ganz hart nach hinten los. Ich verstehe. Nur nicht beide. Sehr gut. Die Bloodwiles sind echt gut. Welche Richtung geht das sich um? Sehr gut. Also ich glaube, die sind echt mehr manageable, als man es vom Ding her denkt. Weil ich glaube, im Original waren die deutlich schlimmer als hier. Vor allen Dingen, die geben alle... Wobei, ich glaube, genau die beiden gaben auch immer 3 von den Dingern. So, das heißt, wir haben jetzt theoretisch... Wenn wir hier noch 1, 2 Dudes killen, haben wir, glaube ich, 2 Level sogar. Glaube ich. Kann sein. Wäre es blöd, wenn wir es genau nicht hinbekommen würden. Ja, nice. Sehr schön. Ja, 2,5. Ich glaube, wir brauchen so. Fuck. Advai, nehmen wir. Und dich nehmen wir auch. Tut mir leid, dass ich einen Rollstuhl so machen muss, aber... Fuck off. Der gibt, glaube ich, immer Quicksilver Bullets. Also ich glaube, hier in der Gegend kann man echt gut farmen. Ah, oh, Quicksilver Bullets. Nice. Das heißt... Ja, das soll sich wirklich ausgehen. Ich glaube, wir brauchen 1,5. Wobei. Mathe. Moment. 1500 mal 2 ist mehr als 2700. Ah, sehr shit. Du kannst mir nicht zufällig ein paar Echos geben, oder? Nee. Ja, nee. Pale Blood, Cathedral Ward. Wissen wir alles. Und der hat uns aber auch... Das war sehr dumm. Du hast uns auch nicht sowas wie den Basement Key gegeben. First Floor Clinic Key, ne? Black Hood, ne? Das ist alles. Also die Platz und Schatz werden, glaube ich, reichen, die Waffe aufzubessern.
Aber sonst wären es auch für nicht viel reichen. Was schade ist, aber hey. What the fuck? Aber ich wollte gerade sagen, what the fuck? Kann ich jetzt nicht aufleveln aus irgendwelchen Gründen? Aber nee, die. Oh, warum bist du hier? Welcome home. What is it? Talk? Ah nee, the little ones, das hatten wir schon. Channel Echoes. So, wir brauchen. Oh nee, doch, es geht. Oh, es geht genau. Wir brauchen weniger als ich dachte. Ein bisschen Endurance, würde ich sagen. Dass wir mehr ausweichen können und so weiter. Ich meine, mehr Damage wäre auch geil, aber das machen wir jetzt durch den. Durch das Ding. Gut. Farewell, May. So, jetzt eine Frage. Ich kann hier nicht interagieren mit. Okay. Gut, dann schauen wir, dass wir die Waffe aufwerten und dann Cleric Beast. Und dann haben wir sogar nach dem Cleric Beast, weil es gibt ja nach dem Cleric Beast, wenn es halt ist wie im Original, keinen weiteren Weg. Upgrade Right Hand Weapon, Saw Cleaver zu plus 2, hört sich gut an. Brauchen wir 4 für, 4 haben wir. Nice. Jetzt brauchen wir schon Twin Bloodstone Shards. Das heißt, das wird ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis wir die finden. Mit German, glaube ich, brauchen wir jetzt erstmal nicht reden. Zumindest wahrscheinlich, bis wir hier den Cleric Beast platt gemacht haben. Was dauern könnte, je nachdem. What the fuck war das gerade? Gut, na dann. Hallo? So. Great, Central Yarn. Ja. Und bevor wir hier das Cleric Beast jetzt machen, werde ich auch ganz kurz speichern, weil nicht, dass irgendwas passiert. Weil wir haben zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel Fortschritt gemacht, aber wir haben Fortschritt gemacht. Würde ich sagen, gleich neuer Safe-Slot. Let's go, Level 15. Und ab dafür. Ich glaube, wir müssen sogar... Jetzt, wo wir eh quasi keine Blutechos haben, könnten wir theoretisch mal schauen, ob ich jetzt hier durchlaufen kann bis zum Cleric Beast. Oder ob das nicht... Oder ob die mich dann ficken. Okay, da sollte man nicht dran hängen bleiben. Und hier hoch. Nee. Ich glaube, die können mich nicht über die Raumgrenzen hinaus verfolgen. Also von daher... Klappt. Ja, dann halten wir es jetzt hier gleich links, dass wir die beiden Hunde nicht am Sack haben. So. Oh. Wollte gerade sagen, Moment, aber dass jetzt hier einer vor dem Cleric Beast ist, gefällt mir irgendwie gar nicht. Fickt euch, ihr Drecksviecher! Pebble. Nicht mal eine Bloodweil. Okay. Okay, das schaut sehr nach Cleric Beast aus. Oh. Okay. Aber dass die zwei Dudes da davor stehen, gefällt mir gar nicht. Gibt es jetzt eine Intro-Sequenz eigentlich? Okay, let's see. Okay, ich habe Bloodborne, wie gesagt, ewig nicht gespielt, also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, man sollte nicht zu seinem großen Arm gehen. Ich bilde mir zumindest ein, das war bei Lawrence die richtige Art und Weise, das zu machen. Nein, grab! Nein, er hat mich gegrabt!
Oh, graben ist ganz ungut. Und dann will man heilen und dann ist vorbei. Insofern genau wie ein Bloodborne. Damn you. Aber wir haben es fürs erste Mal relativ weit gebracht, dafür, dass halt das Kombat. Also ich sage mal so. Ich habe 4 Jahre kein Bloodborne mehr gespielt. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ich das Cleric Beast mit einer vernünftigen Waffe, also mit dem Setup, was wir jetzt haben, mit einem Saw Cleaver plus 2, was man glaube ich auch beim beim Cleric Beast hinkriegen kann. Ich glaube hart, dass es machbar ist, für mich nach 4 Jahren kein Bloodborne das Vieh zu töten. Das Vieh. Merke. War das Conier? Vielleicht. So Typen wie Orphan of Course, Lady Maria und Ebrietas und sowas. Nein, das glaube ich weniger. So, jetzt ist meine Frage, kann ich eigentlich an denen vorbeilaufen? Ja, kann ich. Das ist sehr gut. So, jetzt kann ich ja hier auch rein. Okay, na dann. Das ist eigentlich super, weil der gibt mir immer 2 Blood Vials. Jetzt habe ich die nicht aufgenommen, nur. Das ist sehr shit. Oh, kann man genau in seinem Crotch stehen? Versuchen wir mal genau in seinem Crotch immer zu laufen. Okay, wenn er so bei diesem Kackwagen ist, ist das nicht so nice. Ich heile mir mal sicherheitshalber jetzt, wo ich kann. Muss die Stamina echt besser managen. Ich spiele halt gleichzeitig von so alten Spielen auch gerade nochmal einmal das, weil ich ganz geil fand, das Resident Evil 1 Remake. Oh! Okay. Okay, komm. Come on. Wie viel Damage macht das? Nicht genug. Nein, 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 nein. So ist es doch. Nice. Oh. Praise Lord. So, Hunter Badge. Wofür braucht man die? Ich weiß, die gibt es auch im Original, aber ich weiß nicht mehr, wofür man die braucht. Hunter's Mass, Hunter's Badge. Genau. Crafted long ago, assets to one's prowess as a hunter of beasts. The workshop is gone and no group recognizes except for the messengers in the buff. Ah ja, genau, jetzt können wir andere Sachen kaufen. Ja, okay. Nice. Und natürlich ein Lamperl. Zuerst nehmen wir das auf. Okay. Hier gehe ich. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht geht's. Okay, wir gehen mit so viel übrigens jetzt instant mal in den Hunter-Stream. Weil A, wir können vielleicht geilen Scheiß damit kaufen. Zum Beispiel Twin Bloodstone-Schatz. Das wäre sehr gut, wenn die nicht so unfassbar teuer sind. Das seid ihr, oder? Purchase Item. Antidote. Okay, es sind auf jeden Fall schon mehr, glaube ich. Oder sind es mehr? Das muss ich bei denen aber jetzt nicht erstmal irgendwie abgeben, oder? Das war dumm. Ich
kann das jetzt nicht irgendwie hier usen oder was? Nee. Vielleicht sind das auch erst die da oben, wo man 4 Insight für braucht. Ah, wir haben 5 Insight! Und wo ist die Dollar eigentlich jetzt fürs Aufleveln? Keine Ahnung. Aber wir haben 5 Insight, das heißt, wir können die 4er-Tür da oben aufmachen. Das ist super. Und vielleicht können wir jetzt auch noch was Neues mit German besprechen. Der nicht da ist. Nice. Dadurch aufwerten können wir aber eh nichts, weil wir die Touren Bloodstone-Shards nicht haben. Aber 7 haben wir noch nicht. 3 allerdings schon. Das heißt, wir können Door appears unlocked. Genau. Das As if it has always been that way finde ich übrigens besonders einen guten Touch, weil dadurch kommt das nochmal besser rüber, dass es eigentlich, wir sind eigentlich am Anfang in Bloodborne quasi ein komplett Irrer und werden immer normaler und sehen Sachen, die eigentlich da sind, die wir aber vorher nicht sehen wollten. Leave unadorned land attire. Already lent. Leave. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Die können mir nur irgendwelche Sachen geben, die cool ausschauen, oder was? Also, oder Sachen, die ich schon habe, offenbar. Ja, es ist belastend. Das heißt, diese Tür war ein bisschen bait. Weil ich bin nicht derjenige, der das quasi optische so hart bevorzugt. Beziehungsweise sich darauf so fokussiert. Was passiert eigentlich, wenn wir hier die Simmertür aufmachen versuchen? Locked by unknown force. Okay, ich glaube, das hatten wir schon. So, jetzt müssen wir nur noch die Doll finden. Dann bin ich schon happy. Weil dann haben wir zumindest einen Weg, wenn nicht sogar mehrere. So, Doll. Ach, da stehst du. Steht die, stand die im Original auch immer woanders? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Gen Echoes. So, ich würde sagen, wir geben mal ein bisschen was in Leben und den Rest jetzt mal in Strength. Das können wir nicht, das können wir aber. Sehr schön. Wunderbar. Dann, okay, dann ist immer noch dasselbe. Nein, dammit. Das ist, wenn man einmal zu viel drückt, wenn man Sachen abbrechen will. Gut. Und jetzt gehen wir, würde ich sagen, von The Great Bridge. Ich frage mich, ob es noch, ich weiß ja nicht ganz genau, wie groß es hier sein wird, aber ich frage mich, ob es außerdem der einen Lampe noch andere Lampen geben wird, die neu sind. Achso, ich werde übrigens auch nochmal saven, nachdem hier wir aufgelevelt haben und das Biest besiegt haben, von daher. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier vielleicht hier auch weitergeht. The gate to the cathedral ward are shut tight. Okay. Das habe ich mir eh schon gedacht. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass das Spiel, es ist nicht das ganze Spiel, aber ich weiß, es ist jetzt auch nicht jetzt vorbei. Also ich habe gewusst, es geht weiter als bis zum Cleric Beast. Aber wie lang genau? Vater Kaskonje, würde ich mal behaupten, wird wahrscheinlich dabei sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, dass wir zum Beispiel so Rom und die Shadows of Yharnam wahrscheinlich nicht sehen werden. So, und jetzt zurück. Nein! Ihr Hurenkrähen! Willst du mich verarschen?
Jetzt machen hier irgendwelche Crane-Actions. Fickt euch. Okay. Au. Au. Ja, immerhin geben die Blood Vials, von daher ist jetzt nicht so schlimm, wenn man ein, zwei verbraucht, wenn man die macht. Okay, links oder rechts? Gehen wir erstmal hier runter. Genau, weil hier sind wir immer noch näher, würde ich jetzt mal sagen, am Main-Weg. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht runtergeschaut. Wir haben nur auf der anderen Seite runtergeschaut. Vielleicht kreuzen sich die Pfade eh. Okay, hier ist mal sehr viel nichts. Okay, Bloodstone-Shard ist schon mal okay. Oh, Moment. Hier ist sowas zum Runterdroppen. Okay, das machen wir erstmal nicht, weil ich weiß nicht, ob wir dann wieder hochkommen. Ja, Twin-Bloodstone-Shards. Und ich glaube mal nicht, dass man irgendwie zwei zusammenfusen kann für eine Double. Pebble. Oh, da unten sind die. Da unten ist die Lampe, oder? Oder zumindest dort in etwa, wo die Lampe ist. Dort waren wir schon. Okay, also hier gibt es nur entweder einen Weg zurück oder den Weg in... Ich weiß nicht, was das sein soll. Will ich aktuell nicht. Das heißt, wir gehen auf der anderen Seite erstmal schauen, weil ich, wenn wir da unten irgendwo hinkommen, wo es halt stark ist und dann... Opa, ich hoffe einfach mal, dass wir hier jetzt vielleicht auf demselben Weg kommen, nur das andere quasi irgendwie eine Abkürzung ist. Wäre angenehm, glaube ich nicht, dass es sein wird, schauen wir mal. Boah, also das muss ich hier ehrlich gesagt sagen, gerade das, ich meine, ja, es war schon mal zu meinem Vorteil, aber es war offenbar jetzt auch schon mindestens einmal zu meinem Nachteil, dass ich da einfach reingesaugt werde in die Treppe. Oh, das ist gut. Ja, auch super, dass dein Kollege das überhaupt nicht checkt, dass der gerade jemanden, der genau hinter ihm steht, angreift. Ist mir allerdings recht. Gut. Nein, das andere Ding. Hier. Nein! Ich hasse Hunde in Spielen. Also vor allen Dingen in From Software Spielen. Oh. Okay, hier ist wieder so ein Well, der nichts bringt. Sonst ist nichts. Wo sind wir jetzt? Gab es das auch im Hauptspiel? Also im eigentlichen Spiel? Wie auch immer man nichts. Wie auch immer man ich sagen möchte, genau. Oh. Das ist das, wo die eine Tübe war. Ja, ich erinnere mich. Und hier ist locked, genau. Na, aber ich weiß jetzt zumindest, das gab's im Hauptspiel, auf jeden Fall. Oh, was ist das? Cold Blood Ding. Moment. Ist das der Shortcut? Das ist nicht der Shortcut, wo ich glaube, dass es der Shortcut für ist. Oder? Das ist nicht der Shortcut zu dem Platz mit dem brennenden Wolf, oder? Also der
Hauptplatz von Janum, sage ich mal. Doch, es ist der Hauptplatz von Janum. Fuck you. Ah, okay. Aber wir brauchen immer noch irgendwo den Basement-Schlüssel. Also, wenn wir den nicht finden, wird es ein bisschen problematisch. Die Hunde gehen mir jetzt nicht am Sack, oder? Ich hoffe mal. Ah, nee, die Hunde sind ober mir. Hä, aber hier waren wir doch auch schon mal. Hier ist der Typ durchgebrochen. Torch ist gut. Aber trotzdem, also hier waren wir schon mal. Bin ich da nur nicht hochgegangen? Weil hier... waren wir doch auf jeden Fall. Hier sind wir durchgegangen am Anfang. Hey. Bin verwirrt. Warum bin ich da nicht... Okay, hier geht's runter. Also, bis jetzt haben wir zwei Wege. I don't reckon you from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. Okay. Oder eher so. Ich glaube eher, dass irgendwer der crazy ist. Oder irgendeiner wahrscheinlich eher vom Lachen. Gut. Dann haben wir zwei Wege, die beide Drop ins Unbekannte sind. Außer hier gibt es vielleicht auch noch was. Stone Shard, Pebble. Da ist die. Okay, zwei Drops ins Unbekannte. Starten wir mal mit dem, weil bei dem anderen gab es keine Gegner. Entsprechend ist der vielleicht bösartiger, wenn da keine Gegner sind, so. Wobei, Moment, nee, doch hier sind wir doch schon mal lang. Sind wir hier nicht lang gesprungen? Doch, ich bin hier doch reingefallen, als ich... Wir waren hier schon mal. Das ist nur ein Shortcut. Moment, aber nee, hier unten waren wir nicht. Ja doch, weil hier links ist das Haus. Derelict Estate. Fuck you! Ich dachte, hier hinten würden Hunde auf mich lauern. Aber es lohnt sich, die Türen auszuprobieren. Okay. Hier sind wir nicht weitergegangen. Ich bin direkt in das Estate, weil ich halt das Locked Door prüfen wollte. Und dann habe ich gesagt, oh, hier ist doch sicher der Weg zum Shortcut. Es sind noch mehr Hunde. Was ist hier? Ist hier vielleicht eine Sackgasse? Oh ja, hier ist eine Sackgasse. Oh, Dreier Cold Blood, du. Hier ist eine Sackgasse. Oder die kann man nicht zerstören. Nee. Gut. Wie gesagt, die Versatzstücke und so kommen einem vom Bloodborne bekannt vor, aber es ist, glaube ich, doch ein bisschen abgemixt. Hier ist auch jemand. No response. The resident appears to be dead. Das gab's, glaube ich, auch im Original. Oh ja, und hier geht's jetzt runter in diesen Raum mit den Ratten, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber meine Frage ist, wo ist der Drop? Der andere Drop dann. Okay, gehen wir da lang. Hilft alles nichts. Genau, da gab es jetzt die Ratten, dann klettert man hoch und dann findet man den Shortcut-Aufzug bei Father Gascogne. Soweit ich weiß. So war es zumindest im Original.
Oh ja, und hier waren diese Rafters, die optional waren und irgendwie geschissen. Wir gehen erstmal nicht darunter. Okay, ist nur einer. Mit einem kann ich fertig werden. Einer ist echt nicht so böse. Einer ist echt nicht so böse, kann man echt schon so sagen. Einer ist eher gechillt. Janum Sewers. Genau, und über uns sind jetzt die Rafters. Da sind Dudes, da ist die die Brücke, genau. Und unten sind die Ratten, genau. Also der Raum, ich weiß nicht, ob der genauso ausschaut im Original, aber den kenne ich zumindest so einigermaßen. Ich finde das voll gut, dass der noch nicht das bemerkt hat. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, weil in alten Spielen ist ja tendenziell auch so, die meisten Gegner sind nicht so die allerhellsten, weil halt die Steuerung und so nicht so unfassbar präzise und tight ist wie in heutigen Spielen. Deswegen, wenn halt alle Gegner so wären wie heute, wäre das echt ein bisschen arschig. Ganz easy. Ganz, ganz easy. Okay, wir haben die Rafters. Moment, haben wir hier einen Weg weiter? Jo, wir haben hier einen Weg weiter. Wir haben die Rafters. Wir haben unten... Und ist hier auch ein... Oh, hier geht's doch safe rein. Hier geht's safe rein. Außer es ist ein mit dem Schlüssel. Oh, oder nicht von this side. Ich wollte gerade sagen, da geht's doch safe rein. Vielleicht kommt man über diesen komischen Drop dorthin. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Rafters an. Okay, keine Gegner, soweit ich jetzt mal sehe. Hier ist was zum... Okay, Moment. Dadurch... Oh, ich vertraue dem irgendwie nicht so ganz. Wie weit ich schlage. Okay. Oh, grün Platz und schade. Ich glaube, eine reicht sogar fürs erste Upgrade. Oh, wo ist das hier? Oh, what? Moment, hier, nee, hier sind wir nicht gerade hergekommen. Nee, hier war doch irgendein NPC, bilde ich mir ein. Weil diese komische, wobbelige Brücke, das weckt Erinnerung gerade bei mir. War hier nicht irgendein NPC, dessen Questline irgendwie ultra Bullshit war oder sowas in die Richtung? Will hier nicht runterfallen, deswegen bin ich hier sehr vorsichtig. Platzbier. Okay, Platzbier schauen wir uns mal an. Platzbier ist das hier. Das ist halt Blood Attack. Ich glaube, das ist eher was, was ich jetzt nicht brauchen kann gerade. Ich frage mich, ob das Spiel halt schon fertig ist übrigens. Weil gerade so waffentechnisch hat es schon ein paar verschiedene. Und ich meine, ja, man kann halt schon ein paar verschiedene versuchen, aber trotzdem. Es wirkt halt eher so, als ob man das alles für Late Game brauchen würde oder späteres Game zumindest. Vitalität, Skill und Blood Tinge. Description. From becoming something else. Blood Tinge ist aber, glaube ich... Skill macht halt mehr Damage und das gibt mehr Leben und Blatt. Ja, komm, wir nehmen das mal, weil es wirkt nicht so bad. Außerdem schauen wir dann cool aus mit so einem Mini-Zylinder. Entsprechend. Item-technisch war das jetzt hier oben, glaube ich, alles. Das heißt, jetzt gehen wir zu dem hier. Oh ja, genau, du. Yo, an dich erinnere ich mich. Oh, a hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been caught up in.
And tonight of all nights. Here. To welcome the new hunter. Bloodhunter's mark. My father. Prepare yourself for the worst. There are no humans left. They're all flesh-hungry beasts now. Still lingering about? What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts? No matter. Without fear in our hearts, we're little different from the beasts themselves. What are you still doing here? Enough trembling in your boots. Hunter must hunt. Das mit den Boots, das erinnere ich mich. Das war auch so ein cooler Satz wie das von German. Even the doll, if it pleases you. Genau sowas war das mit dem Shake in your boots. Moment, aber ich muss jetzt hier irgendwie runter. Komme ich hier lebend überhaupt runter? Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ich hoffe mal, ich überlebe es. Giacomo! Ja. Okay, dann gibt's hier einen Weg weiter und es gibt einen Weg nach unten. Moment. Mit den Dingern kann man übrigens aber nicht interagieren, oder? Bilde ich mir jetzt das nur ein, dass man das im Hauptspiel konnte? Die Sache ist, es gibt hier keine Leiter. Keine Leiter ist in dem Fall dann eher schlecht. Wir gehen mal nicht die Wege, wo es keinen vernünftigen Weg zurück gibt. Aber hier geht's weg von hier. Okay. Let's try. Das sind ein paar Ratten. Oh, das sind verschiedene Wege. Also, oder sind die connected? Die beiden Enden. Scheiß drauf. Okay, auch eine Möglichkeit. Ich glaube, aber das ist nicht so gedacht. Hurengatten. Oh, wenn diese schwarz werden beim Disappieren, ist das echt creepy. Okay. Es ist echt die Frage. Ich hoffe, die sind connected. Die sind nicht connected. Wahrscheinlich wäre die andere Seite besser gewesen. Gut, dass auch die blind sind. Das macht das Ganze viel einfacher. Oh, und wir haben wieder ein Insight gefunden. Ja, genau. So, jetzt... Na, 7 brauchen wir für das. Für das im Hunters Shop. Oh nein! Stirb, stirb, stirbt alle. Ich weiß nicht, ob die mich vergiften können und... Ich glaube, im Bloodborne gab es kein Gift, oder? Oder? Doch, es gab doch Safe Gift, oder? Okay, dammit, jetzt gehen wir irgendwo hin. Ich hoffe, jetzt gibt es eine Leiter hier nach oben in den Raum vorhin, dass wir uns die andere Seite anschauen können. Wobei, ich bilde mir gerade ein, hier gab es irgendwo eine riesige Ratte. Ah, hier ist eine Leiter, oder? Nein, nein, das ist ein Baum. Fuck. Ist auch keine... Da ist eine Leiter. Hier mit der Leiter. Erstmal die Leiter hoch. Alles andere schauen wir dann. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen dadurch. Wir kommen jetzt... Nee, wir kommen nicht Richtung Vater Gasconier damit, oder? Oder? Bin ich ja verwirrt. Müsste nicht hier... Sind vorher da unten, genau unter der Brücke quasi rausgekommen. Müsste dann nicht hier der Eingang sein? Müsste nicht hier der Eingang sein? The fuck? Oder war das noch ein Stückchen weiter da drüben? Nee. Hä, wo ist denn der fucking Eingang?
Ey, bin verwirrt. Bin hardcore verwirrt, wie das... Hier ist die Brücke, aber... Bei der Brücke soll es doch den Eingang geben, oder bin ich jetzt dumm? Okay, hier ist hier ist nicht versperrt. Okay, ganz ehrlich, kein blassen Schimmer. Und nee, hier gab es doch keine große Ratte, hier gab es doch so ein Schwein, oder? Es gab doch so ein riesiges Schwein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist jetzt hier der Eingang? Bloodhunters Mark wieder. Wo ist der fucking Eingang? Und hier geht's aber wirklich nicht rüber. Okay. Oh. 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 Oh, wir haben es geschafft. First try. Oh. Okay, Platz zum Schatz. Da ist ein Hund. Und ein Item. Kann man hier drauflaufen? Hier kann man drauflaufen. Okay. Und da ist auch noch ein Dude. Kann man nicht nur drauflaufen, hier kann man auch drauf kämpfen, wie es aussieht. Stirb. Danke. Okay, das nehmen wir. So. Hier komme ich nicht drauf, oder was? Nee, hier sind wir rausgekommen aus dem Ding. Oder sind wir da rausgekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir können jetzt hoffentlich eine Drop Attack auf den Hund machen. Wo ist der Hund? Der Hund ist, glaube ich, genau hier. Weil wir können noch mal auf den... Genau. Genau hier jetzt. Drop! Attack! Okay, ich weiß nicht, ob das eine Drop-Attack war, aber... Er ist tot, wir haben keinen Damage bekommen. In meinem Book ein Win. So, ich glaube, hier hinten war nur eine... Hier so eine Alcove. Da sind wir hergekommen. Und hier war, glaube ich, nur so ein kleines... Kleines Ding, wo so eine Ratte auf uns wartet. Sehr schön. Und sonst war hier nix. Bisschen belastend, aber hey. Nehmen wir. Okay, die Leiter hat nirgendwo hingeführt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eh weiter. Weil es gibt keine andere Möglichkeit, hier rauszukommen, als hier weiterzugehen. Oh, und jetzt wird hier das Schwein sein, oder? Wir haben 4000. Falls es Schwein ist, laufe ich instant zurück raus. Und dann schaue ich, dass ich an dem Schwein vorbeikomme. Oh nein. Oh. Oh, Moment, nee. Hier. Das ist, glaube ich, jetzt hier genau wie im Original. Hier kommt man zu der... What the fuck war das gerade? Hier kommt man zu der Type rauf, die singt, oder? Oder? Central Janum, das hört sich jetzt schon mal nicht so schlecht an. Nehmen wir. Hier ist auch Inside. Oh. Hier sind auch Krähen. Nice. Ich glaube, die ist besser zuerst. Immer noch nice. Will möglichst nicht die andere auch aufschrecken. Okay, jetzt brauche ich aber nicht mehr auf Aufschrecken aufpassen. What the fuck? So. Ich drücke übrigens keine Taste. Nur weil ich drauflaufe, nimmt der das schon. Und das heißt, wir haben
Genug. Okay, wir haben genug. Alter, wir haben so viel Seelen oder Blutechos und jetzt auch noch so viel Insert, dass wir das endlich tun können. Alter, und wir. Ich will ehrlich gesagt eine Lampe oder ein Shortcut zu einer Lampe. Fuck my life. Wretched outsider, trying to fool me to open this door. Heavens, the depths of depravity. Ich hoffe, mein Voice Acting gefällt euch. So. Bitte sagt die. Ja, doch. Ich höre die Spieluhr. Stimmt, es war die Spieluhr. Genau, man bekommt hier die Spieluhr für Vater Gascogne. Oder Gascoigne oder wie auch immer. Nehmen wir. Können wir auch kontaktieren? Nee. Genau. Man bekommt die für Vater Gascogne. Die Spieluhr. Man schwebt hier irgendwie auf einmal Leitern hoch. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Ich glaube das nicht. Na gut. Who are you? I don't know your voice, but I know that smell. Are you a hunter? I'm curious where you look for my mom. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him, but now she's gone too. I'm all alone and scared. Na klar finden wir sie. Really? Oh, thank you. My mom wears a red jeweled brooch. It's so big and beautiful, you won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. Ja, the music box. It plays one of Daddy's favorite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly, rumoring off without it. Oh, and if you find her, give her the music box I gave you. Please, I know you can do it. Ja, ja, wir wissen ja eh schon alle, was passieren wird. Also ich denke mal nicht, dass ihr euch das hier anschauen werdet und habt keine Ahnung vom Ding. Vom Hauptspiel. So, meine Frage. Oh, nee, ich glaube, das Beste jetzt ist hier diese quasi neue Laterne. Ist, glaube ich, jetzt die geschickteste Option, hier zurück zum Hunter Stream zu kommen. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Wir haben den einen Drop über diese Holzplanken nach unten. Wir müssen uns die andere Seite von dem Rattenzeug anschauen. Und wir können halt da weiter, wo wir gerade einfach abgehauen sind. Also von daher, wir haben ein bisschen was zu tun. Hier ist die Laterne. Jo, nice. Dann würde ich sagen, Hunter's Dream und, ja komm, aufleveln. Und aufleveln machen wir noch, aber anschauen, was hinter der 7er Tür verbirgt oder sich verborgen hält, das schauen wir dann nächstes Mal. So, ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen Endurance und hauen ein bisschen mehr zu. Ja, nice. Gefällt mir schon gut. Also langsam merken wir, glaube ich, dass wir stärker werden. So, dann saven wir und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sind, glaube ich, heute von Level 13 auf Level 21. Ich meine, wir haben auch das Cleric Beast getötet und ein paar Mal die Wölfe, die krass waren. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben einen geilen neuen Hut. Bis zum nächsten Mal, schönen Sonntag noch und tschüss, Leute.